Tagchen, Tagchen. Heute geht's für uns in die Schweiz mit Sentis zusammen. Ja, servus. Wir kümmern uns heute mal um den Snow White Nummer 6 und sind sehr gespannt. Gleich im Glas. Viel Spaß dabei. So, und ja, wie gesagt, wir haben den neuen Sentis hier vor uns stehen, in einem klitzekleinen Sämpelchen. Der Edition Snow White Nummer 6, 6 Jahre alt, was da genau drin ist, erzählen wir gleich. Und zwar haben wir die vom lieben Detlef Sommer von Sentis persönlich bekommen, als wir ihn auf dem Whisky Herbst dieses Jahr in Berlin getroffen haben. Und er meinte, schaut euch den mal an, der ist sehr lecker geworden und genau das machen wir heute. Machen wir sehr gerne, vielen Dank dafür. Ich gieße den mal nebenher schon ein, dass er ein bisschen sich im Glas entfalten kann vorher. Halte ich mal ganz kurz in die Kamera. Mal sehen, was da so draufsteht an Eckdaten, hoffe ich mal. Muss reichen. Genau, Edition Snow White Nummer 6. Also wenn man mit Sentis schon ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man das vielleicht. Im Prinzip bringt er immer so, in der Winterzeit gibt es den Snow White und das sind dann in der Regel Geschichten, die nochmal ein bestimmtes Finish bekommen hat. Da gab es schon alles mögliche, Glühbirne gab es. Ich glaube, irgendeinen Pflaumenschnaps gab es. Marille, glaube ich. Apfel oder sowas, weiß ich gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr war Marille dran. Ja, also jedenfalls immer ganz spezielle Geschichten, spezielle Finishes. Und dieses Jahr ist dort ein Orangenlikörfass ins Spiel gekommen. Ja, mal was ganz Besonderes. Wird wahrscheinlich doch auch wieder eine schöne weihnachtliche Angelegenheit werden. Ja, 5 Jahre Bierfass, wie das bei Sentis mit dem Bierfass üblich ist. Ein Jahr Finish in diesem Orangenlikörfass. Ja, irgendeine französische Likörsorte. Cognac-Basis, genau, wird gesagt. Ja. Was es genau sein soll, wird jetzt nicht transparent gemacht, aber es soll was Bekanntes sein. Orangenlikör, Cognac-Basis, Frankreich, macht mich selber eine Meinung. Aber, genau, uns interessiert der Whisky, der da rausgekommen ist. Genau. 48%, die ganze Geschichte war das, ne? Genau. Ja. Und wird abgefüllt in Halbliterflaschen. Normalerweise und ich glaube 2000 Stück gibt es davon, also nicht so wahnsinnig viel. Und hier in Deutschland sind wohl gut 400 eingeplant für den deutschen Markt. Also wenn ihr den zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum haben wollt, müsst ihr euch wahrscheinlich ranhalten, ist nicht so wahnsinnig viel. Ja, und ich fürchte gerade, dass wir uns beide nicht darum gekümmert haben, mal zu gucken, was der so kostet. Nö. Gut, macht nichts, googeln wir vielleicht nebenbei gleich. Ich würde sagen, wir riechen aber erstmal dran. Wir können ja mal dann riechen und dann mal probieren und sagen, was wir denn dafür freiwillig bezahlen würden. Schauen wir mal. Jo. Genau, einmal nochmal ganz kurz die Farbe für euch. Schönes. Helles Kupfer, würde ich sagen. Oh, es geht fast so ein bisschen in so ein rötliches, orangenes. Orangigen Tön. Orangigen Tön. Ein Tön. Teng. Whisky hat Teng. Mhm. Ja, und hat, obwohl hier jetzt nur ein CL drin ist, krass intensive Nase. Also die Orange kannst du überhaupt nicht verstecken? Nee, schwierig, ne? Ja, ist recht kalt, glaube ich. Mhm. Ich schau mal, was der kostet. Ich tippe mal so auf 60 Euro. Hast du gerade an der Nase festgemacht oder ja, an dem, was Sentis sonst immer so kostet? Ja, Nase natürlich. Ja. Ja, normalerweise sind diese halt... Ich google mal nicht, was er so kostet. Na gut. Weil wir haben ja gelernt, Mikrofonaufnahme übers Handy immer gut Flugmodus anmachen. Ah. Deswegen kann ich ganz schlecht googeln. Das stimmt. Na gut. Wir blenden euch das ein. Mach oder schreiben es da unten rein. So, fertig aufgewärmt. Ganz mies vorbereitet. Also er hat also Orange und vor allem, ja, er hat halt Eggs, also er ist wirklich süß. Also du hast diesen Likör-Ursprung, der ist auf jeden Fall da. Mhm. Kann man sagen. Hast du was anderes außer diese Orangenlikör-Geschichten, die man bestätigen kann?
Ich würde fast noch so sagen, eher so in die Orangen-Sirup-Richtung, wenn es sowas gibt, keine Ahnung. Aber der Geruch, der klebt fast. Also das ist wirklich sehr süß. Da hat so eine leichte Honigsüße, finde ich, noch drin, tatsächlich. Ja, wenn man es so auf die ganz, ganz feinen Sachen noch achtet, ich weiß nicht, ich könnte mir fast einbilden, dass ich da noch irgendwie so ein bisschen leichte, blumige Sachen finde, so eine Lavendeldichtung vielleicht. Ist Lavendel eine Blume? Ist eher nicht, ne? Aber Gestrüpp, ich weiß es nicht. Probieren wir mal? Ja, sehr gerne. Cheers. Prost. Aber auch einen Moment. Also erstmal ganz, ganz weich und glatt. Und geht dann mal schön auf. Fast sogar so ein leichtes Prickeln, leichter auf Pfeffer. Und dann kräftig. Orange. Und leicht was Bitteres. Also schmeckt nicht so süß, wie er gerochen hat. Hat auch so was bisschen Kräutriges, ein bisschen was Anisiges. Hat der, finde ich. Gehe ich total mit. Ja. Und die zweite Nase nach dem ersten Schluck wird auch spannender. Also dieses Kräuterige für mich auf jeden Fall deutlicher. Ja. Und dieses fast schon etwas überpräsente Süße, was ich am Anfang hatte, verkrümmelt sich. Jetzt kommt zu der Orange, kommt jetzt die Kräuternoten, die du zuerst am Gaumen so ein bisschen hattest. Vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, weiß nicht, Zesten, Zitronenschalen, ein bisschen Orangeat vielleicht. Ich finde doch so frische Zitronenschale kommt da fast irgendwie am nächsten ran. Also eine leichte Säure. Und bringt trotzdem sowas Herbes mit. Die Bierfässer sind halt schon markant, finde ich. Also ich schiebe das immer so ein bisschen auf die Bierfässer bei Sentis. Das Herbe? Aber das ist ganz gut. Ja, also er hat definitiv aber auch sowas. Also das Prickeln hat er auf der Zunge, definitiv, so ein leichtes Pritzeln und so einen ganz leichten Bitternoten noch so, als wenn du von der Orangenschale noch so, dann so von das Weiße, Weiße noch so das mit, Weiße genau, von innen, genau, das ist es. Das noch so mitgezogen hast, aber das schadet also, jetzt du nicht. Du drückst die Schale und riechst erstmal wirklich so die komplette Frucht und das Orangige und dann hast du noch so ein bisschen was von dem weißen Bitternoten im Mund. Noch stärker tatsächlich. Und jetzt ist es beim ersten Mal war es für mich sehr, also eher wirklich sehr süß und auch so honigsüß, so ein bisschen zu der Orange. Jetzt ist es für mich eher orangig-bitter mittlerweile. Mhm. Definitiv. Also jetzt erinnert es mich schon fast eher an Negroni oder irgendwie sowas. Ob man den da mitmischen kann? Also ich finde es total spannend, dass der sich halt von diesem süßen, Anführungszeichen Zuckerwasser, zu so einem relativ herben, spannenden Malt dann entwickelt. Also nicht abschrecken lassen, wenn der mal probiert und am Anfang erstmal denkt, nee, das ist mir viel zu süß, das ist nichts für mich. Gib ihm mal ein bisschen Zeit und probiert. Also ich glaube, der ist wieder so der Klassiker von wegen... wenn man nicht so offen ist, einfach neue Sachen zu probieren und Experimente zuzulassen, dann wird der für manche Leute nicht als Whisky durchgehen, so richtig. Da wird der polarisieren. Weil das Likörige schon sehr präsent, dann hast du, wie gesagt, dieses Pritzeln, was ich auch sehr deutlich habe. Ja. Was das vielleicht für den einen oder anderen irgendwie komisch wirken lassen kann. Aber ich habe gerade den Eindruck, wir hatten ja auch den Germany Nummer 3 vor kurzem und ich bin ja eigentlich nie der Superfan von Sentis gewesen. Ich fand ja schon den Germany Number 3 ziemlich gut gelungen. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Experiment, weil ich kenne tatsächlich die Snow Whites, einige davon. Also ich kenne die Pflaumenvariante, ich kannte die Glühbirnvariante und der aus dem vorletzten Jahr, da weiß ich aber gerade gar nicht mehr, was das war. Oder war das die Pflaume? Und das waren jedenfalls Sachen, die da bin ich gar nicht reingekommen. Mhm.
Und das gefällt mir sehr gut, weil es eben dieses Würzige, weil es dieses leicht Kräftige nochmal bekommt. Die anderen fand ich eigentlich immer nur sehr süß. So. Und hier ist das ein, fügt sich das schön zusammen. Also für mich einfach stimmig zusammen. Ja, ist ganz gut. Und jetzt aber sie... Ist ja jetzt nicht so, dass Sentis irgendwie alle halbe Jahre einen neuen Whisky rausbringt und die meisten dann erwarten, na, das wird jetzt ein schöner Ex-Bourbon gelagerter, straighter Whisky werden und dann kriegen sie halt hier so, so eine Lebkuchen-Variante. Ja. Man erwartet das bei denen ja auch nicht, ja. Bei dieser Snow White Edition erwartest du genau das. So, das ist halt einmal im Jahr halt so ein richtig tolles Experiment. Und wenn man den Snow White kauft, dann will man das auch haben wahrscheinlich. Schön. Jetzt wird er immer würziger, ne? Hast du, na gut, so viel hast du nicht mehr drin. Ich habe hier noch so eine ganz kleine Pfütze. Ich habe da mal zwei Tröpfchen reingemacht. Ja. Probiere ich auch nochmal. Ja, es ist halt schon so kontrollig sehr doll. Aber ja, schöne Würze dabei, Kräuter hat er dabei. Kräuter hat er dabei, dann wie gesagt, ja, sowas Anisartiges. Und halt die, und der, Bier, die Bierfässer jetzt. Das geht so nach dem ersten Riechen, ersten Schluck, dann geht es auf einmal zusammen. So, dann ist beides insgesamt ein bisschen komplexer. Ja. Spannend. Das auf jeden Fall. Spannend auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall einer der Kandidaten für den Whisky unterm Weihnachtsbaum. Oder beziehungsweise für die Weihnachtszeit eher. Mhm. Wenn er unterm Weihnachtsbaum erst liegt, ist ja Weihnachten quasi vorbei. Ja, aber den kann ich mir im Dezember sehr, sehr gut vorstellen. Doch, das gefällt mir gut. Jetzt bin ich auf den Preis gespannt. Und ich muss wieder sagen, erstaunlicherweise, er gefällt mir gut. Erstaunlicherweise. Naja, es ist halt schon der zweite Sentis in Folge, der mich wirklich überzeugen kann. Ja. Also nicht im Sinne von, wow, ist für mich jetzt das absolute Highlight des Jahres, aber es ist einfach ein schöner Whisky, den ich mir zu Hause vorstellen kann, tatsächlich. Und du erzählst jetzt noch Zeug. Und du guckst nach, was er kostet? Okay, mach das mal. Das ist meine Stöckelschuhe. Ich bin ja tatsächlich wirklich echt immer ein Mega-Fan von dem Dreifaltigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe irgendwann. Mhm. Das ist echt witzig, dann zu merken, dass halt diejenigen, die für den Dreifaltigkeit mit seinem ganzen flüssigen Speck und Rauchschwaden ohne Ende verantwortlich sind, dass die dann hier auch sowas Fruchtiges können. Auf jeden Fall ist Sentis definitiv für Abwechslung gut. Na, schade, ist schon alles. Ja, es war ein relativ kleines Sample-Deckel. Ja. Aber ich glaube, wir werden den nochmal irgendwann ein zweites Mal verkosten und eine zweite Meinung bilden, oder? Ich denke auch. Nee, braucht ganz schön lange, um so einen Preis rauszusuchen. Du warst mit, ja, weil mir gerade was eingefallen ist, brauchen wir noch eine Info, der Preis alleine ist ja nicht alles. 0,5, gut, das wollte ich nochmal schnell sicher gehen. Also ich habe getippt, 60 Euro für 0,5, was eine ganze Menge Geld für einen 6-jährigen Whisky ist. Genau, und 60 Euro für ungefähr 0,5 ist tatsächlich richtig, also plus minus 5 Euro halt. Sind aber auch meistens so diese, also ich sag mal, es ist schlüssig im Sentis-Sortiment, was die Preise letztendlich angeht. Ja. Aber ich finde es ein schönes, experimentelles Ding und der macht auf, also er macht Spaß. Also ich finde, der macht Spaß tatsächlich, ja, wie er sich entwickelt. Und wenn man offen ist für so eine Experimentgeschichten, sollte man den mal probieren, würde ich sagen. Ich würde mir für 60 Euro eine 07er Flasche wünschen. Ja, Detlef, hast du gehört? Guck mal, den Dreifaltigkeit gibt es doch auch als 07. Ja, gut. Hm. Dreifaltigkeit. Vielen Dank für das Sample Data. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Gefällt uns gut. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Sentis auch mögt und da irgendwelche Tipps für uns habt, weil ich meine, so viel haben wir dann auch noch nicht probiert, schreibt das gerne in die Kommentare mit rein. Wir schauen uns das an und probieren dann mal irgendwann. Genau. Den Sentis Germany Nummer 3 packen wir euch mal, unsere Review packen wir euch gleich in Abspann nochmal rein. Genau. Genauso wie unsere schöne YouTube Whisky und Vinyl Community Playlist. Blablabla. Animant Musik. Genau. Und dann sagen wir herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Cheers. Cheers.